20.000 im Stadion und an der Strecke. Karten sind nicht so teuer. 25 Euro Tribünenkarten, 6 Euro Streckenkarten. Zweites Schießen, wieder liegend Anschlag. Beobachten von Wind und Wetter, den Anschlag, also die Haltung immer wieder gleich aufbauen, möglichst gleichmäßige Atemzüge. All diese Dinge automatisiert, aber dennoch immer wieder zu beachten. Svensson hat jetzt da kurz an die Raste gegriffen, an den Diopter. Zwei Rasten bei links genommen, also relativ wenig. Und beide schießen wieder synchron, diesmal Foucault etwas im Vorteil. Jetzt schießt Foucault den Fehler. Svensson übernimmt die alleinige Führung. Foucault muss in die Strafrunde. Schipulin, Fuck und Böff können jetzt zu ihm aufschließen. Fuck und Schipulin gelingt das fehlerfreie Schießen. Auch Alexi Böff, auch Malischko, auch Simon Eder, der ja immer schnell schießt, schnellster Liegenschütze im Feld. Fredrik Lindström, laufstarker Schwede, gestern drittbeste Laufzeit. Schauen wir auf die Deutschen. Solange so gut geschossen wird, vorne natürlich schwierig. Björn Dahlen jetzt fehlerfrei. Landertinger ebenfalls fehlerfrei. Hofer muss zweimal in die Runde. Erik Lesser drei Treffer, vier Treffer, fünf. Paefer viel langsamer am Schießstand. Aber auch erfolgreich. Also Paefer jetzt ein wenig hinter Lesser wieder. Aber in einem ähnlichen Bereich, was den Abstand nach vorne angeht. Haben jetzt noch einen kleinen Weg bis zur Zwischenzeit. Lesser 58 Sekunden zurück. Birnbacher Fehler. Schemp drei Treffer. Paefer 1 Minute 4 zurück. Birnbacher muss einmal in die Strafrunde. Schemp gar nicht. Simon Foucault, da sehen Sie es. Drei Fehler hat er geschossen. Der Bruder von Martin Foucault. Das ist die Serie von Martin Foucault, von dem Überläufer dieser Saison, der bei dieser Weltmeisterschaft aber noch auf seine erste Goldmedaille wartet. Und der Pech hatte bei seinem Fehler, aber es wird eben hier anders als bei den Sportschützen nur zwischen Treffer und Fehler unterschieden. Und wenn man knapp daneben schießt, dann ist das genauso bitter, wie wenn man klar daneben schießt. Emil Svensson auf dem Weg zum dritten Gold. Er muss noch zweimal stehen schießen. Sein deutlich schwächerer Anschlag. 77% Trefferquote hat er nur im stehenden Anschlag. Zum Vergleich Foucault 88%, Fuck 80%. Schipulin 81%. Alexi Böff 86%. Also das sind die besseren Schützen, die dahinter, hinter Emil Hägglesvensen hinterher sind. Und die sind ja, wie Sie jetzt an den Zeiten, etwa im Bereich einer Strafrunde. U-Liner Björn Dahlen. Von 4 auf 9 zurückgefallen, 46 Sekunden. Sauber! Sauber! Lesser 55, Paefer 102 auf 12 und 13 die beiden. Jetzt geht's Rennen richtig los, sagt Fritz Fischer am Rand. Im Moment ist es tatsächlich so, dass auf den ersten 10 Plätzen zwar in veränderter Reihenfolge, bis auf Emil Hägglesvensen, exakt die ersten 10 vom Start sind. Da hat sich noch nicht die Chance aufgetan für die, die eben
einen etwas größeren Rückstand hatten, dort vorne hineinzulaufen. Einzig Olainer Björndahl mit zwei Fehlern, alle anderen aus den Top Ten entweder mit einem oder mit noch gar keinem Schießfehler. Das wird sich erfahrungsgemäß im stehenden Anschlag ändern, aber selbst dann müssten ja Lesser und Pfeiffer zum Beispiel auf den Plätzen 13 und 14 fehlerfrei bleiben, um Profit zu ziehen. Svensson schaut sich um, hat offenbar keine Informationen darüber, wie groß der Rückstand bzw. aus seiner Sicht der Vorsprung ist. Jetzt haben Sie natürlich eigentlich den Vorteil, dass Sie gemeinsam arbeiten können. Dass Sie sich abwechseln können in der Nachführarbeit. Aber Sie sehen es, 12 Sekunden war der Abstand von Svensson zu Fack. Der ist gewachsen, Martin Fourcade konnte nur 2 Sekunden gut machen auf Emil Svensson. Dass diese letzte Kurve über die Brücke hinein in das Stadion von Nové Město. Die meisten Zuschauer sind hier natürlich aus Tschechien. Dazu viele Russen, viele Deutsche, einige Norweger. Emil Svensson geht erneut auf Schießbahn 1. Es wird ja im Verfolgungsrennen von vorne aufgefüllt. Jetzt also stehend Anschlag. Die Ziele sind etwas größer. Aber es ist ungleich schwerer, im stehend Anschlag die Ziele zu treffen. 11,5 cm groß. Etwa so groß wie eine CD. Gehen Sie mal auf die Straße und legen eine CD irgendwo hin. Dann gehen Sie mal 50 Meter weiter, wie klein diese CD plötzlich wird. Beginnt schnell und schießt recht schnell. Schnelle Serie von Svensson und fehlerlos. Das ist ja fast schon die halbe Miete. Fourcade öffnet mit einem Fehler. Jetzt kann der Vorsprung wachsen. Auch Schipulin schießt daneben, auch Eder. Jakob Fack bis jetzt fehlerfrei mit 4 Treffern schon. Fack trifft auch den 5. Malischko 4 Treffer, 5. Fourcade eine Strafrunde, Schipulin eine, Eder 2. Böff 2 Strafrunden, Lindström kommt mit einer Strafrunde davon. Svenssons Vorsprung auf Fack und Malischko 17 bzw. 21 Sekunden. Und Erik Lesser. Wir haben da in eine Strafrunde, Landertinger keine. Lesser 2, auch Pfeiffer beginnt jetzt mit einem Fehler. Lesser 300 extra Meter. Pfeiffer 2 Schuss, 2 Fehler. Hat vernünftig zu Ende gebracht, aber spätestens nach diesem Schießen ist klar, für die Deutschen geht auch heute wieder nichts Richtung Top 10. Na, Top 10 schon, aber nichts Richtung Medaillen. Schemp trifft 5-mal und Andy Birnbacher beginnt jetzt mit einem Treffer. Birnbacher muss in die Strafrunde. Es ist nicht die Weltmeisterschaft der Deutschen bis jetzt. Und das bleibt auch heute so. Svensson, der Mann dieser WM bis jetzt, führt vor Fack und Malischko. Und dann kommen Schipulin und Fourcade noch in Schlagdistanz. Möglicherweise geht auch noch etwas für Landertinger. Für Lindström und Eder dürfte es schon schwer werden. Zu Beginn dieser Saison einen neuen Schuh entwickelt, gemeinsam mit Olainer Björndahl aus Carbon. Leichter
aber stabiler für eine bessere Kraftübertragung auf den Fuß. Wurde ein großes Geheimnis drum gemacht zu Beginn der Saison. Also er macht dort überall gemeinsam mit Ole Einar Bjørndal noch den Versuch, etwas zu verbessern. Fack und Malischko, die lagen 4 Sekunden auseinander nach dem Schießen. Fack 17,9 Sekunden hinter Svensson. Das ist genau der Abstand nach dem Schießen. Malischko hat etwas verloren. Fourcade, der lag 38 Sekunden hinter Svensson. Der hat gemeinsam mit Schipulin etwas gewonnen. Die sind etwas dichter herangekommen. Landertinger wiederum hat 2 Sekunden verloren. 1,56, gleich spielen nur mit einem guten Anschlag, jawohl. Max, gut, hopp. Ball her, die Körper, jawohl. Kämpft nun um die Null, du kannst nicht schießen, geil, jawohl. Hopp, hoppa, hopp. Jawohl, nochmal, hopp, hopp. Konzentrieren, versuch nochmal, jawohl, hoppa, hopp. Und den vierten, Andi Birnbacher, nehmen wir jetzt auch noch mit, oder? Oh ja, da, Kim. Jawohl, hoppa. Knips nur Nuller aus. Kim, du kannst es doch. Hopp, hopp. Also die Deutschen mannschaftlich geschlossen, aber natürlich hinter den Erwartungen auf den Plätzen 15, 18, 20 und 24 im Moment unterwegs. Es hat schon viele Jahre gegeben, in denen es für die Deutschen im Dezember noch nicht so gut lief. Es wurde immer wieder verwiesen auf die Saisonhöhepunkte im Januar und dann den Saisonhöhepunkt im Februar, die WM oder die Olympischen Spiele. Im Januar natürlich die Heimweltcups. Und da waren sie dann auf den Punkt fit, auf den Punkt stärker. In diesem Jahr ist das nicht gelungen. Sie sind mit den Laufzeiten einfach nicht dran. Sie sind unter dem Druck, dass sie die Null brauchen. Das wissen sie und das macht es nicht leichter. Und so kommt es, dass die deutschen Männer wirklich nicht konkurrenzfähig sind im Kampf um die Medaillen bei dieser Weltmeisterschaft. Zumindest bisher das Einzelrennen am Donnerstag. Da sieht es möglicherweise anders aus, dieser schießlastige Wettkampf. Aber heute erleben sie eine weitere sportliche Niederlage. Svensson